So. Kinderchen da draußen. Witzige Sache. Ich hatte meine Sachen schon wieder geholt. Bin dann direkt wieder gestorben. Das sind alles Grauzwerge, ne? Vielleicht war es keine gute Idee. Okay, jetzt die Schmeiße in den Arsch. Kannst du überhaupt nicht gebrauchen. Grauzweckauge. Okay. Wir sind nach wie vor auf der Suche nach Leder und auf. Ja, Rache sind wir auch. Ja? Das lassen wir nicht mit uns machen. Vor allem nicht mit Grauzwergen. Wie die mir einfach. Oh, dass die Ausdauer gleich immer so schnell weg ist. Irgendwie müssen wir auf jeden Fall noch viel stärker werden. Da stellt sich mir die Frage. Der Bögen springen. Bergwaffen, Lochensperre. Die Ausdauer geht einfach viel zu schnell weg. Das ist natürlich echt schade. Und an den Schamanen wollen wir uns rächen. Natürlich nichts weiter mitnehmen. Das ist ein Gräuling noch. Das ist nur ein normaler Gräuling. Das ist eine Nixe. Warum hat ihr so Zeichen drin? Dann wäre unser Boot. Oh, habe ich ihn geschaffen. Dummes Ding. Es waren auf jeden Fall sehr viele. Und ich glaube, die kommen auch meistens nur nachts raus. Oder zumindest sind sie sehr nachtaktiv. Da wird es nicht verarschen. Ja, ja, umso. Ja, ja, ja. So. 20 brauchen wir von den Dingern. Und hinten abgestochen. So, da hätten dann so blaue Augen rumfliegen. Lass uns das mal überprüfen. Und wir brauchen. Wenn ich damit rechnen kann, ja. Wir brauchen noch. Feuersteine. Ach, Kackendreckte. Weißt du, in dem Moment, wo du das Viech siehst, sieht es sich auf und rennt weg. Aber er war schon echt eine große Nummer, ne? Dieser Schamane da, das war schon. Heftige Sache. Hätte ich Keule und Holzschild genommen, glaube ich, hätte ich dann vielleicht bessere Chancen gehabt. Denke ich mir mal. Hopp. Hier, guck mal. Oh, Skelette. Meine Fresse, da, hör mal. Ah, guck mal. Die haben Schilder. Alter. Alter, was? Digga. Noch einer. Einen erledigt und dann kommt der nächste. Oh. Nun aber weg hier. Ich dachte, ich hielt es für eine gute Idee, hier hochzulaufen. Hund. Ist er immer noch unter mir? Weil den hätte ich jetzt nicht mehr, glaube ich, geschafft. Dafür ist mir so einiges an Leben kaputt gegangen. Ach, herrje. Oh nein, ich bin zu fett, um hier durchzukommen.
Der sieht aber böse aus. Ja, daneben. Das ist nur ein ganz normaler Grauzwerg, wa? Ah, ein ganz normales Grund. Was habe ich? Keine Ausdauer mehr, alles klar. Oh, und jetzt auch noch Wildschwein. Weißt du, wenn man die mal braucht, die Wildschweine, sind sie irgendwie nicht da, ne? So können wir es auch machen. So, schnell mal was essen hier. Ja, wir essen nur dann, wenn wir Hunger haben, tatsächlich. Ne? Ich dachte, das ist ein Fisch. Das ist aber ein... Was war das? Ach, ein Nixenschwanz. Hey, mein Boot. Also ihr seht, es ist fett und heftiger hier oben. Aber so dieser Spagat von du schaffst du locker, bisschen, ja, du bist im Arsch, ist echt schon ziemlich hoch hier, ne? Wo war? Oh, hi. So, wie viele zerlumpte Lederbumsen haben wir denn jetzt hier? Diese Lederbumsen haben... Oh, eine fehlt noch, dann haben wir es. Aber wie viele Flintsteine die hat, das ist das Problem. Flintsteine sammeln. Also Feuersteine. Aber ich finde das schon ziemlich heftig irgendwie. Dass es denn so schnell schwierig wurde, diese Skelette zum Beispiel fertig zu machen. Das fand ich dann doch ziemlich anstrengend. Weil, ehrlich, zwei Stück und du bist am Arsch. Wirklich, haut nicht hin. Dann seid ihr Rehe. Und dann war da ja auch noch eine Gruft und so ein Scheiß, ne? Das hätte ich ja auch so gern mal gesehen. Aber ich befürchte fast, dass wir die Skelette einfach nicht tot kriegen. Zumal, wenn die zugeschlagen haben, das hat ordentlich geklatscht, ne? Man muss auch sagen, das Spiel hat uns auch nicht gewarnt. So. Hey, Kollege, wird echt schwer jetzt. Pass mal auf, überleg das mal. Ob du denn vielleicht doch hier sein möchtest. Wir jetzt noch ein bisschen. Was war denn das? Was war das? Was? Was ist das hier? So, vier Stück noch. Das ist ein Boot, was dann dauernd. Was ist denn das? Ein Wildschwein. Ein Wildschwein greift unser... Ich werde dir helfen, Freundchen. Ich glaube, ich lüge. Na, lass uns mal unser Boot hier mal weglenken. Kommt auch von der richtigen Seite. Das ist schön. Ah, jetzt lenkt doch aber auch nach links jetzt hier. Vielleicht war das ein bisschen zu früh.
Kann ich das schieben oder so? Ich denke eher weniger, wa? Oder doch? So geil an. Ruder benutzen und ab nach los. Bring uns nach Hause. Weil Flintsteine haben wir voll, ne? Oder was haben wir voll? Ne, 4 Stück, aber die sollten wir noch schnell hinkriegen. Guck mal, da wären auch welche. Naja, eigentlich hatten wir es ja vorgehabt, da drüben zu landen. Aber, ach, was soll's. Da soll noch eine Leiche von mir liegen, oder? Oben? Krass, ne? Oder sind das Orte, in denen ich gestorben bin, werden die markiert und sagen dann so, hey Kollege, wenn du das nächste Mal hier hin möchtest, denk daran, was dir hier mal widerfahren ist. Was ist er denn? Zu dem soll er hin, richtig, ne? Zu dem sollten wir hin. Ja. Wisst ihr was? Dann machen wir uns auf den Weg dorthin. Kann man den markieren? Mit reiner Muskelkraft darüber gehen. Ist ja nur da drüben auf der anderen Seite vom Fluss. Wie heißt der Vogel? Eiktür. Eiktür. Zur Eiktür. Einmal zur Eiktür. So, Kindern, ob wir da ankommen. Du bei Eiktür. Das sehen wir dann in der nächsten Folge Valheim. So tun wir das. Also, tschüss.